Jo meine Spinnenfreunde, was geht mal wieder ab? Willkommen zu einer Folge hier in Spider-Man 2. Wieder in New York mit Peter. Es ging einiges ab. Harry, Symbiont, alles rum und dran. Check die letzten Folgen, was ich noch nicht getan habe. Hier wirklich absolut geil. Vorne ist jetzt ein Signal entstanden, was Peter ein bisschen skeptisch gemacht hat. Wenn wir suchen es, dann gehen wir hin. Gerne supporten, Leute. Liken, kommentieren. Wenn ihr mehr sehen wollt, würde mich sehr freuen. Danke für den Support bis hierhin. Ihr seid die Besten. Okay, wir schwingen jetzt hin, Leute. Und ja, was ist das hier? Wir schauen mal rein. Sieht scharf aus. Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. But, nein, warte. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Nein, habt ihr es gerade gesehen? Die Signale. Hey, lange Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet. Und Unmengen Pizza verdrückt. Das war echt toll. Genau wie früher. Also, ich muss es wissen. Was ist Harrys radioaktive Spinne? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Und kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Oh, du bist die Beste. Ja, ich weiß. Toll. Also okay. Die Dynamiken. Was jetzt? Sehr, sehr schön. Aber warte mal, Leute, habt ihr es gesehen? Genau, ich wollte es gerade sagen hier. Das Signal, was ausgestromt wird, dieses Flackernde, dieses, ich weiß nicht, wie du schreibst, dieses Rumgelegge, dieses Pinke, das erinnert mich vorher an diese Miles Morales-Filme, die Animationsfilme und auch die Spider-Bots. Die haben auch ein kleines bisschen geleckt, aber sag mir jetzt nicht, das sind wirklich so Spider-Verse-Shit und so. Weil die Sache ist sie, der Spider-Man hier, der kam mir auch im Film vor. Alter, dieses Spiel, Alter. Magische Portale, U-Bahn-Wagen, die von den Gleisen verschwinden. Das muss es sein. Feuerwehrautos, die durch den Nachthimmel fliegen. Und mittendrin der neue Spider-Man. Netze und Sachbeschädigung waren wohl nicht genug. Jetzt wird es auch noch mystisch. Kennt ihre Zerstörungswut denn keine Grenzen? Ich habe beinahe Mitleid mit dieser armen Seele, der so ein kriminelles, schändliches Leben vorherbestimmt ist. Apropos kriminell. Spider-Man hat anscheinend mit Black Cat zusammengearbeitet, einer notorischen Diebin. Sie sind aus dem gleichen faulen Holz geschnitzt. Ja, ja, da hat Jameson recht. Wenn das nicht genug über Spider-Mans Absichten aussagt, habe ich noch etwas für Sie. Die Spider-Man tauchen auf und diese Jägergruppe folgt ihnen auf dem Fuße. Jetzt klar, diese Spider-Man ziehen Übeltäter an. Black Cat scheint mittlerweile verschwunden zu sein. Gute Reise. Wenn es tatsächlich Magie gibt, lassen Sie uns hoffen, dass irgendjemand den Schandfleck unserer Stadt wegzaubert, der die Spider-Man sind. Okay, danke schön. Hoffen wir auf einen Tag. Was geht sogar weiter? Spinnenvorfall. Ich dachte, das ist unterbrochen hier. Aber Spider-UK-Bot? Sieht irgendwie britisch aus. Wer auch immer die baut, muss ein Weltenbummler sein. Das ist das Spider-Verse. Oh mein Gott, das... Das ist das Spider-Verse. Ich habe genau in der letzten Folge erwähnt, als Harry was mit Universen geredet hat, anderes Universum, ich wäre gar nicht da und so. Ich habe da erwähnt, wenn das Spider-Verse irgendwie eine Rolle spielt, ich kack mir in die Hosen. Das muss es sein. Spider-Man 2099 Spider-Bot, genial, der sieht aus, als käme er aus der Zukunft. Das ist das Spider-Verse! Game of the Year. Was soll ich sagen? Das muss es sein. Oder jemand prankt uns. Vielleicht ist es Mysterio. Ich weiß es nicht, aber das muss es sein. Das muss es einfach sein, weil der Spider-Man hier, ich wollte es davor schon erwähnen, bevor Jameson gesprochen hat. Dieser Spider-Man hier, der kam ja auch im Film als Cameo vor. Als Cameo einfach. Hat er halt ein, zwei Sätze gehabt. Muss jetzt vielleicht nicht was heißen, aber doch, das heißt jetzt hier sehr wohl was. Oh mein Gott. Insomniac, ihr seid, boah, ich krieg gleich, Alter. Die haben auch ein bisschen so geleckt, so ein bisschen geflackert beim ersten Spider-Bot. Ein ganzer Haufen Spider-Bots ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Genki glaubt, wenn alles gefunden werden, wird auch das Rätsel ihres Ursprungs gelöst. Ich glaube, im zweiten Teil, als Gwen Miles besucht hat, in seinem Universum, in seiner Welt, da hat sie auch so Spider-Bots benutzt. Was für euch. Oh. Begebt euch an diesen Ort. Felicia? Hey Felicia,
Ich habe über das von den Jägern geklaute Funkgerät etwas über die Stilgießerei in Williamsburg gehört. Klingt, als wäre Tombstone dort. Er könnte Hilfe gebrauchen. Danke! Zum Glück geht es dir gut. Hast du es nach Paris geschafft? Ja, das habe ich. Ich dachte, ich schulde dir was. Euch beiden. Auch wenn der andere Spider-Man sich nicht die Mühe machen konnte, aufzutauchen. Ja, apropos... Spar dir die Erklärung. Wir sind beide drüber hinweg. Er ist übrigens einer von den Guten. Das stimmt. Danke für den Tipp. Ohne dich hätte ich Tombstone vielleicht nicht rechtzeitig gefunden. Ja, danke dir. Pass gut auf dich auf. Diese Modebanausen werden mich übrigens kein zweites Mal überrumpeln. Tada, Spinn. Miles, das übernehme ich. Schreib du deinen Aufsatz. Aber was wenn... Wenn Lee da ist, kümmere ich mich um ihn. Spider-Man kann warten. Miles nicht. Na schön. Aber melde dich. Hoffentlich hatte Felicia recht. Ich muss zu Tombstone, bevor Kraven ihn von seiner Liste streicht. Der gibt dich so Stil, bla bla bla. Aber, also, ne, was soll ich sagen? Das ist das verdammte Spider-Verse. Ich hatte es dreimal erwähnt, ich weiß, aber ich krieg das nicht mal im Kopf rein, ne? Ich würde sagen, machen wir noch so eine krassere Nebenmission. Wo war's? So, räumen im Krankenhaus die Trümmer für Chief Clarks Team auf. Der hat uns ja letztes Mal angerufen und das würde ich gerne mal machen. Was sagt ihr dazu? Können wir dann zur nächsten Hauptmission gehen? Mit Tombstone, dies, das? Alter, wow. Einfach nur wow. Was sie alles hier einbauen. Doctor Strange Portale. Das vermutliche Spider-Verse. Ja. Kraven, Venom. Oh mein Gott. Also für Spider-Man-Fans ist hier alles mit dabei. Geile Schwingen, geiles Gameplay, geile Story, geile Charaktere. Das ist das perfekte Spider-Man-Spiel. Also für Spider-Man-Fans, ja. Vielleicht so für Casual-Fans nicht das Beste. Aber für die-hard Spider-Man-Fans wie uns. Toll. Einfach nur toll. Also wow. Ich habe Gänsehaut und ich bin einfach nur happy gerade, dass so ein Spiel auf dem Markt ist, ne? Bin ein bisschen emotional sogar, ey. Das ist einfach toll. Einfach nur toll. So, okay. Bleiben wir sachlich, Leute. Sam wieder am Start. Lass mal noch Kristall abholen hier. Ich denke mal, Sam ist ausgetickt an der Stelle. Vielleicht haben dort schon die Kraven-Liga Sam gefunden. Und da dachte er sich eben so, yo, wir haben keine andere Wahl mehr, wir müssen ausrasten, so. Dann hat er halt eben alles zerstört, du. Kann es vielleicht deswegen liegen, so, ne? Vielleicht daran, so. So, bam. Oh yeah. Bam, Junge, bam, Junge, bam, Junge. Friskinhaken. Bam. Vielleicht kannst du mal in den Netzschießern irgendwie so Wasserspritzer einbauen, Peter. Was meinst du? Das wäre auch mal was ganz Cooles eigentlich hier. So, Kristall. Her mit dem Kristall. Und dann hören wir hier rein, was der mir zu sagen hat. Bam. Ich frage sie, was sie wollen. Und sie sagen bloß... Bestie in mir. Aber so bin ich nicht mehr. Schon lange, wie ich dir versprochen habe. Die Jäger haben ihn gejagt. Ja, das waren die Jäger. Sandman für seine Tochter aufgegeben. Und Kraven hat ihn für seine Jagd rausgezwungen. Ja, das war dann wohl Kraven. Wie ich schon davor gesagt habe, geisteskrank. Was ein Hund, der Kraven. Geistesgestört. Ja. Der will einfach nur spielen. Der will einfach nur seinen Jagdinstinkt weiter ausführen. Kranker Bastard, wirklich. Wo warst du? Wir gehen hier weiter. Und retten jetzt mal dem Chief Clark. Werden die Spider-Bots hier irgendwie markiert? Oder muss man die irgendwie selber anhand des Signals finden? Ich will gerne alle einsammeln. Ich will gucken, was passiert. Das ist so eine Nebenmission, die ich unbedingt machen will. Unbedingt. Zu 1000%. Ja. Bei manchen anderen Nebenmissionen denke ich mir so, ja, kann man noch nie mehr machen. So will ich es zwar machen, aber kann man nie mehr machen. Aber bei dieser Mission, dort will ich wirklich alles herausfinden. Wirklich alles. Ne? Wie, das ist ein Prank oder so. Das kann kein Prank sein. Boah. Spider-Verse einfach. Alter. Wow. Also wenn Miles irgendwie auftauchen sollte, also der andere Miles in den Film, hey Chief. Danke fürs dann werde ich heulen. Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der letzten platzieren. Das Abriss-Team ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Dann mal los, Kleiner. Mach Spidey dir die Stolz. Okay, dann geht's los mit einem Spider-Bot. Also, vielleicht auch ein Spider-Bot hier? Ich finde die Leute und Clark bringt sie raus. Ja.
Aber warum sollte ein anderer Spider-Man hier Spider-Bots verteilen? Spider-Man 2099, Spider-Man Britain und so. Ja, also... Ich kann es aber irgendwie nicht glauben, dass es Spider-Verse ist, aber das muss es einfach sein. Das Signal, alles passt einfach zusammen. Ich weiß, ich rede jetzt ganze Zeit darüber, über die Spider-Verse-Kack und so, aber... Das geht mir nicht aus dem Kopf, ey. Oh, markier. Nicht zerschmettern, eine nette Spinne. Ja, ich bin nett. Hier ist Spider-Man. Ich habe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man. Danke. Gerne, gerne. Hey Clark, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt habe? Das Team geht jetzt rein. Danke. Sie sollten jetzt mal warten. Spider-Man ist der Retter, aber hier stützt alles. Also. Einfach Jumpscan Spider-Man, du. Also an die, die eine Rattenphobie haben, die tun mir echt leid, du. Eine riesige Spinne, da hätte ich geschrien wie ein kleines Mädchen, du. Aber bei Ratten ist noch okay. Manche haben auch Angst vor Ratten oder haben eine Phobie vor Ratten. Oder vor Mäuse, was auch immer. Vor kleinen Nagelchen einfach. Oh. Okay. Kann man den nicht im Kampf benutzen, Spidey, oder so, ey? Irgendwo platzieren und dann schießt er diese Pulsstöße? Kann man auch safe auch ein paar Gegner erledigen. Ja, safe. Wow. Krasse Waffe, die du hast bei dir. Oder krassen Bots. Oh. Ich komme. Alles gut, Mann. So. Danke. Hilfe nach. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind bald bei dir. Es wird alles wieder gut. Danke. Vielen Dank. Hey, Clark. Du solltest gleich einen neuen Standort empfangen. Kam gerade rein. Wir brechen auf, sobald wir Mr. Bobleski gerettet haben. Diese Mission gab es auch schon im ersten Teil, glaube ich, nicht, aber in den DLCs vom ersten Teil gab es diese Mission, ne? Na, ist cool. Machen wir mal hier rein. So, bam. So. Ja, Spidey ist hier. Hey. Ich bin hier, alles gut. Moment. Kein Problem. So, bam. Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Sie holen dich hier raus. Mhm. Okay. Danke, Spider-Man. Gerne. Als müsste ich nach oben. Nach oben? Testen wir doch mal, was mein neues Upgrade kann. Kannst du fliegen, oder was? Yo, er kann sogar ein bisschen fliegen. Okay, krass. Der Spider-Bot nutzt komprimierte Luft als Antrieb für seine Sprungdüsen. Wenn der Luftvorrat aufgebraucht ist, wird er beim Landen wieder aufgefüllt. Hast du meinen letzten Standort erhalten? Bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man. Ich mach schon. Ich mache es schon hier. So, wii. Wii. Das Wegschießen? Tatsache. So. Wo ist der Letzte? Da ist er. Alter, der schreit ja ganz laut, du. Ey, alles gut. Spider-Bot ist hier. So, rausziehen. Der Rettungswagen ist unterwegs. Alles okay? Mir geht's gut. Okay. Aber ich habe vor ein paar Minuten jemanden da vorne gesehen. Lila Jacke. Geh und hilf. Hey, klar. Ich habe Ihnen einen neuen Standort geschickt. Aber der Mann hier sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Okay. Wirklich? Wir suchen niemanden. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Wird gemacht. Lila Jacke. Lila Jacke. Warum haben die es jetzt so hervorgehoben, diese lila Jacke? Ich hab eine Theorie im Kopf, aber die äußere ich erstmal nicht. Also, ich glaube nicht, dass es ein Feuerwehrmann ist oder halt ein Rettungsteam. Das sage ich schon mal so. Ich glaube, das ist jemand anderes. Und die mich vielleicht ein bisschen länger schauen, habe ich auch schon im ersten Let's Play erwähnt von Spider-Man 1. Vielleicht eine Figur, die wir kennen. Die wir auch recht mochten als Spider-Mans Kompanen. Habe ich auch schon davor jetzt ein bisschen gelegt hier. Aber ich denke mal, das ist die Person, die ich im Kopf habe. Oh, doch nicht? Ah, okay, dann war es doch nicht die Person, die ich im Kopf hatte. Dann noch eine andere Person. Das ist diese, Kultisten, genau. Die haben wir auch mit Miles schon gesehen in der Stadt. Okay, dann war meine Theorie doch anscheinend ein bisschen weit hergeholt. Ah, okay. Weit hergeholt. Die Kultisten sind hier am Start. Guck. So,
So, gegen Kultisten will ich ungern kämpfen. Das sag ich schon mal so, wie es ist hier. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Was machen die? Oh nein. Ich hab der Polizei nichts gesagt. Ich hab die Flamme nicht mal erwähnt. Ich wollte raus. Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Unter Schmerz. Let's go, Spidey. Verschwinde hier! Ihr geistesgestörten Idioten. Das Narrenfeuer. Die Prophezeiung besagt, du kämpfst gegen uns. Prophezeiung? Mann, ich wollte schon immer Teil von einer sein. Der Spitzname könnte aber besser sein. Also Kultisten, die sich, glaube ich, die Flammen nennen. Interessant, ja. Ja, was war das hier, Idiot? Endlose Kämpfe? Tod durch Gebäude? Mir wachsen vier Arme und ich werde zur Riesenspinne? Du brennst mit den restlichen Unwürdigen. Mehr nicht? Oh, okay. Haut nicht gerne runter, Idioten. So. Warm, sehr gut. Also die Mission hat's in sich, du. Die Mission hat sogar mehr Szenen, Kann sogar eine Hauptmission sein, Krass. So, es geht weiter. Abgesehen davon, dass ich euch ausgenockt habe, wir sind besser, als du je sein wirst. Ja, aber die Sache mit dem Ausdocken, das Spidey tötet ja nicht, aber er hat schon so viel Finisher ausgeführt, da zweifle ich bis an seine Aussage, weil manche seiner Finisher, die sind schon auch ein bisschen krass, wo ich mir denke, der ist doch safe schon tot, ey. Oder was meinst ihr, Leute? Okay, Spidey. Das war gerade ein Infinity-Schlag-Glitch. So, bam, Junge. Also, was ein geiler Finisher. Oder eine geile Kombo hier. So, bam, Junge. Schlag nochmal auf die Freund, Spidey. Ja, okay, schade. So, machen wir das, Spidey. So, bam. Fliegt in die Luft hier. So, bam. Du auch, ne? Liegen bleiben, bitte. Das wäre sehr gut. Einspinnen. Ah, das war's schon. Okay. Ja, Knechte. Oh doch! Das ist doch die Person, die ich im Kopf hatte, Leute. Die kommt doch vor. Danke. Und was bist du für eine? Na bitte. Hey! Dir hat nie gefallen, dass ich rauche. Yuri? Der Abschaum nennt mich Wraith. Passt gut, finde ich. Ich hab dich... Wo warst du? Keine Zeit. Was ist mit denen? Sie hatten ihre Wahl. Das wird ein neuer Rekord. Und niemand hat daran geglaubt. Yuri, das ist doch die Person, die ich im Kopf hatte. Toll, dass sie wieder aufgetaucht ist. Yuri ist wohl ich mochte die echt im ersten Teil. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas Zeit nach dem Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Vielleicht Spider-Camps oder so. Schließe die alle Flammenmissionen ab, um einen besonderen Anzug zu erhalten. Also ist es so eine Art Nebenmission, die, Rafts, oder die, wer ist die? Rafts? Keine Ahnung, Interessant, wirklich. Also diese Folge ist mal wieder absolut, wow. Einfach nur wow. Also, was soll ich dazu noch sagen? Also, Game of the Year für mich. Auf jeden Fall. Okay, dann können wir erstmal die Yuri nicht einholen. Dann geht es dann ab zur nächsten Hauptmission, wenn wir hier nichts im Blick haben. Oh, noch ein Bot. Noch ein Bot. Es gibt mir alle Bots, ich will alle Bots haben. Gibt es viele Verletzte, aber keine Toten. Zum Glück. Doch es bleiben noch eine Menge Fragen offen. Wer steckt hinter dem Angriff? Wer war der Mann, der Spider-Man geholfen hat? Ehrlich gesagt bringt diese Sache bei mir üble Erinnerungen an Spider. Die Underground- und Rocksound-Tumulte vom letzten Jahr. Hoffentlich sind zwei Spider-Man in der Lage, die Stadt vor weiterem Chaos zu bewahren.
Jeder, der behauptet, dass diese Dinge aus gutem Grund geschehen, sollte mit nassen Socken bestraft werden. Für immer. Und die noch ein Looping, Alter, Spider-Man 2 auf der PS5. Das ist so ein geiles Game. Da war ein Spider-Ham-Bot. Das ist das Multiversum. Alter, das Spider-Verse ist ja auch eine, hat auch eine kleine Rolle. Oder vielleicht sogar eine große Rolle. Ey, warte mal. Stell euch mal vor, wir sammeln alle Bots ein und Peter wird da kurz eingesaugt. Und dann sehen wir diese Szene, wo Miles, Gwen und die anderen Spider-Männer da durch diese Dinger laufen und dann wir die Stelle anhand von Peters Sicht sehen. Wie Miles ihn beobachtet und so. Oh mein Gott, ey, ich krieg das nicht in meine verdammte Birne rein. Einfach Spider-Ham, nicht zu fassen, der ist ja der Hammer. Spider-Ham, einfach, Alter, der ist ja auch im Film, der kam auch schon im Film vor. Aber warum sind die hier? Wollen die vielleicht den Miles hier beobachten? Ich glaube ja, ne, weil der Miguel O'Hara, der Spider-Man 2099, glaube ich, heißt der. Der hat da so einen Hass gegen Miles. Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal. Kann ich dich gleich zurückrufen? Hey! Überschreitet das Tempolimit! Jäger, da drüben! Jäger, hier, Jäger, dort, Junge. Ich bin hervorgelockt. Halt dein Maul, du Idiot. Wirklich. So. Bam, Junge. Bam, Junge. Weg mit euch. Sehr gut. So. Easy Game. Easy Game. Ich würde sagen, wir machen diese Yuri-Mission weiter. Ich würde gerne wissen, wie es ist mit Yuri und was, wie es hier geht. Ich würde auch davor erwähnen, dass man konnte auch sehen, wie Yuri ein bisschen durchgedreht ist. So im DLC von Spider-Man 1 gegen Hammerhead. Und da wurde sie, glaube ich, entlassen und hat Urlaub genommen. Und jetzt ist sie eine Anti-Heldin, würde ich mal sagen. Die anscheinend das Böse trotzdem jagt. Aber eben als Selbstjustizierin, wenn man es so sagen kann. So, bam. Wie kann man diese Kicks freischalten von den Trailern, wo Spider-Man die Gegner in den Wänden mehrmals so tritt mit einer geilen Kombi? Kann man das irgendwie freischalten? So, weg hier. So, wir haben jetzt noch ein paar Fähigkeiten freigeschaltet. Das würde ich gerne nochmal hier machen. Und dann geht es dann weiter hier. So, ich würde aber erstmal vielleicht mal hier das hier mal anschauen. Hier, was haben wir denn hier? Netzpeitsche. Halt direkt gedrückt, um ein Netz an der Waffe eines Gegners zu befestigen. Tippe dann R1. Machen wir mal rein. Warum nicht? Das erfolgreiche Parieren. Ich muss es parieren. Öfters machen. Kombo auffüllen. Gewährt eine Chance auf einen gratis Geräteschuss am Ende einer Treffer. Machen wir mal rein hier. Warum nicht hier? Na, wollen wir es reinmachen? Ich schaue jetzt mal mit dem Schwingen hier. Halte beim Schwingen Kreis und linker Stick in der Richtung eines Gebäudes gedrückt, um schnell um die Ecke zu schwingen. Machen wir mal rein. Und ich würde gerne nochmal diesen Venom-Sprung aktivieren hier für Miles. Wir haben noch 3 Punkte. Wenn du einen Venom-Sprung gegen einen Nimbler, beginnt die Aufladung von Venom-Sprung bei 50%. Machen wir mal rein. Let's go. Und der Venom-Schlag. Wollen wir Venom-Schlag mal wieder aktivieren oder so? Venom-Schmetter-Ruck. Mhm. Aber wir können es auch mal irgendwie schleudern oder was? Während eines Meta-Bla? Ein zweites Mal. Warte, tippe L1 und kreis während eines Venom-Schmetters ein zweites Mal an, um einen Gegner in die Luft zu schleudern. Ach so, ist das nicht so in der Luft schleudern eigentlich der Venom-Schmetter? Oder ist es. Ah nee, ist glaube ich einfach nur Venom trisieren und dann Venom weggeschleudert, glaube ich, ne? Ach, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Wir werden es aber einsetzen in den Kämpfen. Entschuldige. Let's go. Worüber hatten wir gesprochen? Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal. Let's go. Diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Dieses um die Seite schwingen ist auch so gut. Guck dich das mal an hier. Ah, jetzt geht es jetzt nicht, jetzt geht's hier so. Bam, Alter, guck mal, bam, Junge. Bam, renn. Bam, Junge, um die Seite schwingen. Bam, Junge. Gleiten, fliegen, rennen. Oh mein Gott, das Spiel ist grandios, Alter, ich liebe das Spiel. Das Spiel ist so gut. Heilige Makrele, ist das gut. Die scheiß Kulissen hier oder am Start. Okay, dann gehen wir rein. Komm, Spidey, mach mal auf hier. Bin so geheilt, wirklich. Einfach auftreten, Peter. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote.
Und Ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Einfach auch die Dynamik zwischen Yuri und Spidey, das habe ich auch vermisst. Toll, wirklich sehr toll. Spider-Man und Raft können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen und auch jede Figur. Man kann da auch so Sachen machen. Oder die machen auch so neue Animationen für die Takedown, zum Beispiel mit Black Cat und Miles und jetzt hier mit Spider-Man und Yuri. Also, man kann hier dann geräuschlos ausschalten, gefahrlos, wenn die Grünen aufleuchten. Dann doppelter Takedown. Achso, okay. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Okay, da würde ich sagen, nächste Folge ziehen wir weiter mit Yuri, finden dann deren Boss von diesen komischen Kultisten, supporten, einfach liken, kommentieren, wenn ihr melden wollt und es euch gefällt. Was, Alter, ich rede, glaube ich, ein bisschen viel über diese Spider-Verse-Sache, aber ich krieg da einfach nicht mein Gehirn weg, das ist einfach so geil. Bis dann, bleibt gesund und ciao.